Privateigentum in seiner objektiven Seite, die Arbeit als ein Wesen, Kaffee. Die besondere Weise der Welt ist die Quelle der Schädlichkeit, was der positive Ausdruck des aufgehobenen Privateigentums ist. Ich weiß zu gut, dass ich kein Marxist bin. Guten Tag. Ah, du bist es. Bernd, schön, dich zu sehen. Bert. Bert. Ja, nimm Platz, Bernd. Bert. Ich hab dir schon mal Kaffee mitbestellt, wenn das... Ach, danke. Wenn ja, nein, das durchaus. Okay. Danke. Der Kaffee ist sehr gut für die Gesundheit. Ja. Noch, danke. Zigarette? Nein, ich habe aufgehört. Ja, seit einem Jahr rauche ich schon nicht mehr. Boah, diese Sache. Ja, nachdem mir der Doktor gesagt hat, wie übel das, bin ich direkt panisch geworden. Aber weißt du, was das Schöne am Aufhören ist? Mhm. Die Pausen. Dass ich mir ab und an, wenn ich Lust habe, einfach wieder eine genehmigen kann. Das ist wunderbar. Verstehst du? Absolut. Mm. Und wie lange bleibst du hier? In Trier? Nein, ich meine, wann musst du gehen? Ach so, ja, ich muss bald schon los. Wirklich? Ja, ich habe noch Vorstellungen. Also, im Theater? Hm. Bist du Schauspieler? Ja. Ach, kommen eh keine Leute und die Inszenierung. Die Kollegen. Überhaupt dieses ganze Pimmeltheater, das hat doch nichts mehr mit Theater zu tun. Das ist doch Dreck. Und der Kaffee da ist auch der letzte. Willst du da nicht hingehen, oder? Naja, ich muss ja. Sollte. Zumindest. Also, wenn du, also ich meine, ich habe nichts vor, wenn du jetzt, also ich habe Zeit. Würdest du für mich spielen? Hey, danke, Bernd. Ich gehe für dich hin, ich spiele für dich. Ja, gerne. Ja? Wird keiner merken, ist auch nicht viel Text. Hier, um 8 beginnt die Vorstellung. Hey, danke, Bernd. Ja, du, ich muss auch los, ich habe jetzt Maske. Bernd, du musst schon weg, ja? Ja, wir haben Vorstellungen, ne? Ach so, ja. Mhm. Aber das war schön, lass es gerne mal mitmachen. Mhm. Ja? Ja. Mach's gut. Ach, und danke für den Kaffee.